Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Heute mit dem Christian unterwegs. Moin. Und ja, der Grund, warum er unterwegs ist, wir trainieren für ein YouTube-Turnier. Werdet ihr noch irgendwann dann sehen. Wofür können wir noch nicht sagen. Und ja, Ziel ist heute, ein paar Spots abzuchecken, wo ein paar Barsche gehen. Wir werden alles durchprobieren: Rigs, Chatterbaits, vielleicht auch Spinnerbaits. Mal gucken, ein bisschen durchprobieren, damit wir halt wissen, was bei den Turniertagen so funktioniert. Und ja, schleusen jetzt gerade einmal ins neue Gewässer und mal sehen, was geht. Bleibt dran, wenn Fisch kommt, seid ihr sofort dabei. So, am ersten Spot angekommen. Ja, wir werden jetzt mal, wie gesagt, durchtesten, was ich vorhin gesagt hatte. Ich werde wahrscheinlich Chatterbait anfangen. Christian? Ich nehme Spinnerbait. Christian Spinnerbait. Und schätze mal, wir werden uns melden, wenn der erste Fisch am Band ist. Das wird wahrscheinlich schnell funktionieren. Deswegen. So. Auf was Dunkleres wechseln. Genau, ich fische jetzt hier Original Kaishin. Genau. Wir waren gestern noch mal kurz draußen, da hatte Christian schon einen guten Fisch auf dem Spinnerbait, aber auch eine dunklere Farbe. Ich hatte jetzt hier Chartreuse Ayo drauf. Wechsel jetzt aber mal auf den Zebra Bug. Spinnt ein bisschen was Dunkleres. Das hatte gestern ja schon funktioniert. Christian hat, wie gesagt, einen Biss eben gehabt. Mal gucken, vielleicht ist das jetzt besser bei der Sonne. Genau, als Trailer nutze ich jetzt ja, Vierer Smoking Swimmer in der Farbe Phantom Prism. So, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Actionköder als Trailer benutzt, immer den Schwanz nach oben, weil ihr dann, ich ziehe den mal auf, dann erkläre ich das gleich nochmal genau. So. Genau, jetzt habt ihr sozusagen dieses Tail ab. Genau, weil jetzt arbeitet nämlich der, wenn ihr den andersrum anködern würdet, würde nämlich die Aktion des Köders gegen das Blade arbeiten. Sprich, ihr würdet nicht so eine geile Aktion haben vom Trailer. Wenn er den Schwanz nach oben zeigt, ist es umgekehrt. So, und ihr habt eine wesentlich bessere Aktion des Schwanzes von dem Trailer. Und ja, empfehlen wir immer, steht glaube ich auch sogar auf der Verpackung bei den Kaishins. Fisch. Oh, Hecht sein. Ja, ist ein Hecht. Drin. Naja, und schneidert. Ja. Nicht Zielfisch. Nee, richtig. Den haken wir schnell ab und dann kommt er wieder zurück. So. Kleine Fritte. Nee.
Aber wer den Cent nicht ehrt, den Großen nicht wehrt, in dem Sinne, liegt hier sogar noch ein Cent. Weitermachen! Weitermachen! Abgekommen. Christian macht es richtig wieder. Der Capitano. Barsch. Oh, da kommt noch einer hinterher. Sauber. Zierfisch. Sauber. Ja, wir haben jetzt eine Weile für gekämpft. Aber haben jetzt den ersten vernünftigen. Wie lange sind wir jetzt am Angeln? Vielleicht 20 Minuten? Ja, ungefähr. Ja, genau. Guter Kontakt aufs Spinnerbait gehabt jetzt. Bombenfest das Teil. Ich würde euch raten, dass man hier nochmal mit einem Trailerhook fischt. Also ich persönlich fische es meistens ohne Trailer, aber mit Trailerhook. Ich hatte jetzt drei Bisse hintereinander. Wahrscheinlich ist alles derselbe Fisch gewesen. Aber die hängen dann halt einfach besser, wenn ihr sie mit einem Trailerhook nochmal fischt. Wir können ja nochmal messen, falls wir eine Scale parat haben. Die müsste hier in der rechten Seite bleiben. Die Scale könnt ihr eventuell auch verraten, bei welchem Turnier wir mitfischen. Guckt euch den Fisch an. Wunderschön. Fett im Futter. Ja, wollte sagen, schön fett. Schön rund. So wollen wir sie haben. Okay, machen wir ein bisschen nass, indem wir den Kescher einfach mal kurz drüber ziehen. Wir haben 43. 43. Schöner Fisch, kommt sofort zurück. Perfekt. Nice. Ciao! Ja, also falls ihr euch jetzt fragt, warum wir das jetzt hier nicht weiter groß befischen, das fürs Turnier nicht viel Sinn macht. Wir wollen die nächsten Tage hier nochmal fischen und dann macht es nicht viel Sinn, jetzt jeden Fisch da rauszuhaken. Da wollen wir uns die Fische dann aufheben. Wir gucken jetzt quasi immer bloß, wo wir einzelne Fische finden, damit wir die Spots dann im Turnier anfahren können, damit wir da die ein oder anderen Spots noch mehr haben. Wir kennen noch ein paar Ecken, wo wir wissen, dass wir Fische fangen werden, aber wir sind halt auch nicht so oft hier, sind arbeitstätig und haben nicht die Möglichkeiten, hier jede Woche drüben zu sein, deswegen. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir jetzt ja hier so, was denn waren das? 300 Meter ungefähr, lang gedrüchtet oder lang gezogen. Ein paar Meter mal Kontakt gehabt, jetzt hier den Fisch. Ja, definitiv kann man sich schon mal markieren für als potenzielle Stelle fürs Turnier. Aber wie gesagt, fand schon ein Turnierfisch, definitiv. Oh, mein schönen Shutterblade drauf, ein Original-Kaischen in meiner Lieblingsfarbe mit schwarzem Blade. Ich bin ein Fan von schwarzem Blade. Henrik hat extra gewechselt vom schwarzen Blade. Ah, nein, und deswegen hat er jetzt nicht gehangen, weil er keinen schwarzen Blade hatte. Scheiße.
Also für mich ist immer wie so eine kleine Nuance abheben und auf das ganze Gefitzel und das Geblitze. Ab und zu stehen sie mal drauf, aber halt auch nicht immer. Deswegen ein bisschen bedeckter, ein bisschen dunkler. Das ist doch top. Und jetzt holen wir mal einen raus. Jo, Flipper. Würde man sagen, komischer Barsch. Komischer Barsch. So passt, aber gut. Aber ich sag's euch, Leute. Das liegt am Late. Kauft nicht alle, ich will auch noch einen. Alter. Das oder was? Nee. Super. Jetzt gibt's. So, dann müssen wir auch noch jede Fischart mitnehmen. Unglaublich. Ja. Ich glaube, jetzt machen sich die Leute, glaube ich, schon lustig, weil ich jetzt, glaube ich, schon so oft Aalander gefangen habe beim Waschangeln. Ja, komm, das Hühner bin ich großartig mit rum. Abgehört. Oh Gott, ey. Super, Alan kann er. Oh Mann, Alter, ey. Ja, ja. Boah, nochmal gut. Aber die Zange. Die Zange jetzt ins Boot holen. Hechte. Hitti. Danke. Wie das? So, ich fange heute keine Barsche mehr. Großes Netz? Ja, besser ist. Ja. Action! Zeig die Stand aus, was du kannst. Ja, ist so. Oh, jetzt passt. Das ist okay. Ja. Könnte fast metrig sein. Ja. Ja, das ist hier auch Meter. Wir haben gleich das große Scale mit, ne? Doch. Ja? Nein! Mal nochmal? Na komm, der ist ja rausgeschwommen, Alter. Machen wir jetzt gleich nochmal. Wieder.
harten Mine. So, den hacken wir jetzt in Ruhe ab. Wenn die Scammer rausholen und dann kommen wir euch gleich da. Zuhält, dann schlägt er nicht ganz so viel. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So, gucken wir mal, was er hat. Kladdermeter. Hast du ein Foto? Ja. Wunderschönes Tier hier. Beifang, aber den nehme ich gern. Und schwer wie Sau ist er. Zielfisch, ne? Aber trotzdem okay. So, jetzt sind wir wieder im Auto, vom Wasser runter. Christian ist gerade noch hinten am Boot was festmachen, damit das Boot auch auf dem Trailer bleibt. Und ja, wir fühlen uns sehr gut vorbereitet für den River Fighters Perch Cup. Wie ihr gesehen habt, ja, haben wir gute Fische gefangen. Zwar natürlich auch einen dicken Hecht dabei, der nicht zählt, aber naja, war ja trotzdem ein richtig geiler Fisch. Petri nochmal an Christian. Und wir haben jetzt noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar müsst ihr einmal unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und in die Kommentare schreiben, welche Farbe vom Smoking Dad euer Liebling ist. Und der Gewinner bekommt 3 Tüten von diesem extrem geilen Köder. So, und das war's auch.